So, hallo, da sind wir wieder. Skyrim. Wir sind noch immer im, ja, wie hieß denn das Teil eigentlich? Sturzhügelgrab natürlich, im Tempel. So, ganz so sieht das hier auch aus. Bisschen nach Katakomben. Und wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir jetzt hinlaufen. Es hat sich herausgestellt, dass diese Kralle scheinbar der Schlüssel ist zu irgendwas anderem. Zum Geheimnis des Sturzhügelgrabes oder so. Und das finden wir hier eindeutig. Nur der Weg dorthin erweist sich als riskant, wie wir hier gerade sehen. Denn wir müssen da durch, fürchte ich. Und ich habe keine Ahnung, ob wir das überleben. Aber wir schauen mal. Okay, mir hat noch nichts in den Hinterkopf gehackt. Na, das ging ja gut. War ja gar nicht so schlimm. Hier ist eine Kette. Ist das klug, wenn ich die aktiviere? Ah. Da kann ich das Ganze aufhalten. Das heißt, der Rückweg wird eindeutig einfacher werden. Na schön. So, mal schauen, ob wir hier irgendwelche Leichen plündern können. Nee, hier ist gar nichts. Nun gut, dann wagen wir uns weiter nach vorn. Oder nach unten. Da haben wir einen Draugr. Stirb! Zerstörung verbessert auf 28. Yay! 20 Gold, alte Nordstreitaxt brauchen wir nicht. Knochenmehlach nehmen wir einfach mal mit. So, da kommen bestimmt noch mehr von den Viechern. Und ich sehe hier, glaube ich, Öl am Boden. Kann das sein? Wir werden das gleich mal testen, ob das Öl ist. Komm mal hier. Ja, das ist Öl. Ist das nicht zauberhaft? Ha! 13 Gold. Ist auch nett. Da kommt schon wieder einer. Nein! Ich hätte mit dem Öl noch warten sollen. Naja. Ist ja nicht so, als wären wir schwächlich. Eisenschild? Nee. Was haben wir hier noch? Ein Amethyst. 120 Wert nehmen wir auf jeden Fall mit. Und den hatten wir schon durchsucht. Hier sehe ich was glitzern. Was ist denn das? Ist das irgendwas Besonderes, oder? Oder eher nicht. Das muss doch irgendwas sein, oder? Was ist das? Ich kann es nicht nehmen. Naja. Gut, wir schauen mal weiter auf jeden Fall. Hier wird uns sicher noch einiges entgegenkriechen. Fürchte ich. Wir schauen mal kurz auf die Karte, wie weit es denn noch ist. Na, ist doch schon noch ein Stückchen. Ich denke mal, da wird noch ein Raum kommen oder so. Und dann sind wir am Ziel angelangt. Liegt hier irgendwas? Nee. Möchte natürlich nichts vergessen. Ich hoffe nur, dass nicht nochmal so eine große Spinne kommt oder sowas. Oh. Naja, von den Kollegen gibt es ja eindeutig zu viele. Deswegen macht das sicher nichts, wenn wir da ein paar, ja, ausrotten. So, Gold. Wir töten hier nach der Reihe Nordleichen, denke ich mal, sind das. Vielleicht sind das die Ahnen der Nords. Ich hoffe, das nimmt uns niemand übel. Wir ziehen mal an der Kette. Und dann können wir hier durch. Vielleicht ist das eine Abkürzung nach draußen. Ich schau mal auf die Karte, wo das hinführen könnte. Ja, das sieht mir irgendwie nicht so aus, als ob es da nach draußen gehen würde. Aber da geht es auch irgendwo hin, auf jeden Fall. Wir werden das dann mal bei Zeiten untersuchen. Aber jetzt wollen wir endlich mal das Geheimnis rausfinden. Apropos Geheimnis, mir ist eingefallen, ich habe letztes Mal ja gar nicht das Tagebuch dieses Typen gelesen. Oh, hier geht es gar nicht weiter. Das heißt, wir müssen durch diesen Kanal. Na, auch gut. Hier ist ja der Weg versperrt, ja. Na dann hätten wir das auch geklärt. Ich habe das Tagebuch dieses Typen nicht gelesen und deswegen werden wir das jetzt mal machen. Denn das dürfte wohl hier vielleicht ein bisschen Aufschluss geben auf das oder über das, was hier eigentlich so im Gang ist. Meine Finger zittern, ich halte die goldene Klaue endlich in den Händen und mit ihr die Macht über die uralten Nordhelden.
Dieser Schwachkopf Lucan Valerius hatte keine Ahnung, dass die Lieblingsdekoration seines Ladens in Wirklichkeit der Schlüssel zum Ödsturz-Hügelgrab war. Jetzt muss ich nur zur Halle der Geschichten und die Tür aufschließen. Der Legende nach haben die Nord den Zugang mit einer Prüfung versehen, um die Unwürdigen fernzuhalten, aber es heißt, wenn ihr die goldene Klaue besitzt, dann liegt die Lösung in der Hand. Das war's? Oder geht's da noch weiter? Nee. Das war's. Naja, für das hättest du jetzt nicht unbedingt ein ganzes Tagebuch anfangen müssen, da hätte auch so ein kleiner Notizblock gereicht oder ein Zettel eigentlich, aber gut. Hier sieht's irgendwie so aus, als ob bald wieder Spinnen kommen würden. Schimmerpilze. Ich habe jetzt Schimmelpilze gelesen, aber es sind Schimmerpilze. Das klingt auch gleich viel netter irgendwie. Nach Einhörnern und so. Ich hoffe mal, ich treffe jetzt kein Einhorn. Die können böse sein. Wir schauen mal darauf. Vielleicht hat sich da was versteckt. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Nee. Und da unten ist mehr Schimmerpilz. Und da war auch gerade irgendwas. Eine Eisenerzader. Und ich habe keine Spitzhacke natürlich. Verdammt! Vielleicht finde ich hier irgendwo eine. Ist hier noch... Kann ich hier noch was aufheben? Nee. Okidoki. Da ist eine Truhe. Und oh, das sieht nice aus. Denk mal, wir werden da runterspringen müssen, oder? Rolle des Feuerballs. Naja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir haben ja selber Flammenzauber. Schauen wir mal dahin. Okay. Vielleicht müssen wir da doch nicht runterspringen. Wir kommen auch zu Fuß runter. Was mir eigentlich gerade einfällt ist, da haben wir ein Testsubjekt. Ich könnte auch mal unseren anderen Zauber ausprobieren. Nämlich Funken. Da ich zwei Zerstörungszauber haben kann. Oh nee, ich kann sowieso zwei Zauber gleichzeitig haben. Normal, glaube ich. Nur zwei der gleichen Sorte, die sich dann verbessern. Das ist neu jetzt. Das heißt, ich könnte jetzt auch zwei Funken haben zum Beispiel und der würde effektiver werden. So. Hier ist der schöne Wasserfall. Da unten bewegt sich was. Oder ist es gerade von oben runtergefallen? Nee. Sehr mysteriös das Ganze. Aber hier geht es trotzdem auch runter von da oben. Liegt da irgendwas? Nee, oder? Naja, egal. Wir schauen auf jeden Fall mal hier weiter. Was ist das hier? Ein blutiges Skelett. Nice. Und hier ist der Grund des Wasserfalls. Da ist eine Kiste. Ein Skelett mit ein Gold. Und eine Truhe, die wir aufschließen müssen. Das haben wir eh schon länger nicht mehr gemacht. Aber ich bin schon wieder nah dran. Vielleicht ein bisschen mehr so. Nee, ein bisschen weiter nach oben. Na bitte. Das kann ich schon ganz gut. 25 Gold, Schlossknacken verbessert auf 17 und Eisenpfeile. Naja. War jetzt nicht so der aufregende Fund, aber... Da liegt noch ein Skeva, sehe ich gerade. Und ein Skelett. Irgendwie wirkt das Ganze hier so, wie wenn das so eine Höhle wäre für irgendein Monster, das sich hier den Wanst vollschlägt und seine... die Essensreste hier ablagert irgendwie. Ich hoffe mal, dass das nicht so ist. So ein Monster hatten wir ja schon im letzten Part mit dieser Riesenspinne. Ich möchte nicht nochmal sowas begegnen, ehrlich gesagt. Das ist mir schon fast ein bisschen zu gefährlich geworden. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und ich weiß auch nicht, welchen Zauber ich jetzt besser nehme. Ich könnte nämlich auch mal probieren. Blitz macht 8 Punkte Blitzschaden auf Gesundheit und Magika pro Sekunde. Und Flammen macht auch 8 Schadenspunkte pro Sekunde. Aber brennende Ziele erleiden zusätzlichen Schaden. Von daher glaube ich, dass zwei Flammenzauber vermutlich effektiver sind als
Flamme und Funken. Mal schauen. Da. Oh, da ist irgendwas Größeres, oder? Da ist irgendwas Größeres. Ruheloser Draugr. Wie heißen die Dinger? Draug? Draugr? Wie spricht man das aus? Mana, regeneriere dich bitte. Oh shit. Haha. Kommt da noch einer? Naja, ist jetzt mal egal. Wir plündern auf jeden Fall mal diesen hier. Der hat nur 9 Gold. Also dafür war er aber ziemlich stark. Und mir macht jetzt ein bisschen Angst, dass da ein ziemlich großer Schatten zu sehen war da oben. Wo kam der her? Und ist hier noch so ein Ding, das mich gleich anspringt von irgendwo? Ne, sieht nicht so aus. Hier ist die Tür, das Allerheiligste. Das klingt wichtig. So, wir schauen auf jeden Fall mal in diese Truhe. Das ist schon Lehrlingsstufe, das ist schon ein bisschen schwerer. Da bricht auch der Dieterich ziemlich schnell ab. Ah, hier geht's ein bisschen. Oh yeah, ich bin einfach viel zu gut. Gebt mir lieber mal so Meisterschlösser oder so. Winziger Seelenstein, Stahlkriegshammer. Ach, brauche ich nicht unbedingt. So, ist hier noch was da oben? Nee. Na gut, dann würde ich sagen, wir wagen uns ins Allerheiligste. Aber eigentlich möchte ich zuerst noch warten, bis ich voll regeneriert bin wieder. Das finde ich nämlich schön hier, dass sich Mana und Lebensenergie von selbst regenerieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt an meiner Rasse liegt. Ich bin ja Dunkelelf oder Dwemer. Aber ich finde das nice. So, wir sind voll geladen und ich würde sagen, wir machen hier auch noch ein Quick Save. Oder ich schaue mal nach, wie man denn einen Quick Save macht überhaupt. Schnelles Speichern F5, hat sich ja nichts geändert. Sehr schön. Aber laden mit F9 werde ich dann wohl nicht über diese Quick-Taste machen, denn F9 ist bei mir Fraps Aufnahme beenden, in diesem Fall jetzt. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen da mal rein. Ich hoffe mal, da erwarten uns nur Schätze ohne Monster, die sie bewachen oder so. Aber, naja, vermutlich nicht. Oder doch? Das sieht so aus, als ob es hier noch länger weitergehen würde. Irgendwie gefällt mir das nicht. Oh oh. Nee, das sieht gar nicht gut aus. Gibt's hier irgendwas? Hier drin vielleicht? Nee. Was sind denn das da für Dinger überhaupt? Ah, irgend sowas Geierartiges. Eieiei. Wieso ist das hier so schwarz? Naja. Wird mir nichts anderes übrig bleiben, als darunter zu gehen. Hier haben wir Leichentücher. Naja, brauche ich nicht unbedingt. Oh, oh, ich höre da was. Oh, schon wieder so eine Falle. Da. Das ist aber nervig irgendwie. So. Wie sieht's denn hier aus, Leute? Da ist mal noch nichts, ne? Es ist erst hier. Okay, ich mache mir noch mal einen Quick Save. Und wir wagen uns da mal durch. Da gleich doch beide. Das ging ja ganz gut. Oh, und da steht ein Draugr auf. Na, stirb endlich, Mann. So, geht doch. Das Ei, das da vorne liegt, oder ist das gar kein Ei? Ist das ein Topf? Doch, das sieht aus wie ein Ei, oder? Wenn das nämlich ein gebrochenes Ei ist, dann war das, was da drin war, ziemlich groß. Und wenn es jetzt ausgewachsen ist, ist es noch viel größer. Wow, ich bin in Öl reingelaufen. Verdammt. Das ist uncool. So. Okay, ich werde mal... Ist hier eine Kette? Ja. Diese Falle deaktivieren, denn die geht mir auf den Zeiger. So. Und dann sehen wir uns hier mal ein bisschen um. Zaubertrank der Frostresistenz. Schön, schön. Und nichts. Das ist irgendwie ein bisschen lahm. Na gut, dann werden wir wohl da raus müssen. Und darauf, fürchte ich, obwohl mir da bei dem Gedanken nicht ganz wohl ist.
Wo ist der andere? Den habe ich schon durchsucht, ja. Ist da in den Gräbern was? Nee. Was ist das? Das könnte schon ein Ei sein, oder? Das sieht aus wie ein Ei. Oh, verdammt. Was ist da rausgeschlüpft? Das ist jetzt die Frage. Vielleicht so ein Greif oder so? Ein Geier? Oder was das diese Viecher darstellen sollen? Diese Köpfe? Hm. Naja, wir werden es vermutlich bald rausfinden. Fürchte ich. Ist sicher irgendwas Vogelartiges. Na gut, wir schauen mal, ob wir hier noch was finden, das uns auf den Kampf vorbereitet. Das sieht alles so böse aus, ich will da nicht rüber. Hier liegt auch gar nichts, was mir irgendwie helfen könnte. Und hier ist Öl. Ist das... soll ich das anzünden? Oder könnte mir das später beim Kampf helfen? Naja, wir machen mal hier einen Quicksave und gehen da rein. Und dann werden wir es ja herausfinden. Noch eine Tür. Eisentür. Ist hier sonst was? Was ist das? Nicht, nicht. Da hinten war ja auch nichts, oder? Nee. Okay, dann gehen wir durch die Eisentür. Find das nicht cool. Da ist noch so eine riesige Tür. Die sieht sehr wichtig aus. Oh, was ist das? Ah, da muss ich die Kralle einsetzen. Da haben wir... Aha, kann ich den drehen? What? Oh, das ist wieder so ein Rätsel. Okay, okay. Ich denke mal, das Ganze wird mit irgendwelchen Symbolen zu tun haben, die irgendwo anders sind, aber ich habe keine gesehen. Von daher habe ich keine Ahnung. Hier ist was drauf, aber ich kann es nicht erkennen. Hier ist auch was drauf. Das da oben sieht aus wie ein Löwe. Was ist hier drauf? Das sieht aus wie ein Ziegenbock oder so. Und das sieht aus wie... Keine Ahnung. Gibt es einen Ziegenbock? Oder einen Löwen? Das ist ein Bär. Und das ist ein Falter oder ein Schmetterling. Und das ist wieder die Eule. Oh je, oh je. Das könnte jetzt problematisch werden. Okay, wir schauen vielleicht nochmal nach draußen. Oder Moment mal. Hier sind Falter. Das ist mal gut. Hier erkenne ich nichts. Das könnte ein Bär sein. Das ist ein Bärenkopf vielleicht. Da hätten wir Falter, Bär und das hier ist die Eule. Na, dann machen wir mal Falter, Bär, Eule, oder? Oder umgekehrt? Ne, der äußere Ring ist die erste Wand. Also machen wir hier den Falter. Falter, einmal Bär und einmal Eule. Ne, Eule. Und dann setzen wir uns unsere Kralle hier ein, oder? Nee? Oh. Okay. Ja, einen Plan B habe ich jetzt nicht wirklich. Hier ist auch eine Eule. Und hier ist wieder der Bär, oder? Und hier ist wieder der Falter. Das ist das Äußerste, oder? Das Äußerste ist der Falter. Dann haben wir hier den Bären, denke ich mal, soll das sein. Oder? Das soll doch der Bär sein. Was kann das sonst sein? Sicher ein Bär. Und dann haben wir hier die Eule. Und hier ist der Drache dann vermutlich, oder? Das ist Feuer und das könnte ein Drache sein. Falter, Bär... Eule. Wieso funktioniert es nicht? Drache? Eule? Bär? Falter ist eindeutig. Herrgott, wieso funktioniert das nicht? Okay. Vielleicht andere Reihenfolge? Keine Ahnung. Falter, Bär, Eule.
Geht aber nicht. Nee. Okay, dann machen wir andere Reihenfolge. Dann machen wir Eule, Bär, Falter. Vielleicht geht das ja. Hm. So, vielleicht. Ah, das geht auch nicht. WTF. WTF. Okay, vielleicht liegt das Leselsrötzung, des Rätsels Lösung auch außerhalb dieser Räume. Vielleicht ist da wieder so eine Wand, wo die richtige Reihenfolge aufgeschrieben ist. Aber ich habe keine Ahnung. Eieiei. Das ist wirklich blöd. Naja. Okay, wir schauen mal hier raus, denke ich. Und befassen uns mal mit den Wänden außerhalb da. Irgendwie hier. So vielleicht. Vielleicht steht da irgendwas oben. Nee. Hier sehe ich auch nichts irgendwie. Was hat der Typ nochmal in seinem Tagebuch geschrieben? Da stand irgendwas von in der Hand. Arwels Tagebuch. Der Legende nach haben die Nord den Zugang mit einer Prüfung versehen, um die Unwürdigen fernzuhalten. Aber es heißt, wenn ihr die goldene Klaue besitzt, dann liegt die Lösung in der Hand. Oh, vielleicht sollte ich mal die goldene Klaue untersuchen. Vielleicht ist da was drauf. Und das Sonstiges? Goldene Klaue. Oh! Ach Gott. Kann ich da auch reinzoomen oder so? Bär, Falter, Eule. Na gut, hätten wir das auch geklärt. Verwirrend. Naja. Gut, immerhin haben wir das jetzt. Was war's? Bär, Falter, Eule. Ah, ja, ja. Man muss nur richtig lesen, ne? Okay, das schauen wir mal. Bär, Falter, Eule. Und Klaue einsetzen. Yay! Und im Endeffekt kommt Eule, Eule, Eule raus. Whatever. So. Ist da was Böses? Ah, da kommt sicher ein ganz garstiger Endgegner, fürchte ich. Ja, das sieht nach garstigem Endgegner aus. Ich würde sagen, was auch immer in diesen Höhlen wartet, wir werden es erst beim nächsten Mal encountern. Denn ich mache jetzt hier einen Schnitt, so als Cliffhanger quasi, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dennsen.